von Siva! Sehet, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen! Ja, du bist doch selber schuld, Kollege. Was stellst du dich denn da? Naja. Da triffst du das Kamel, keine Schuld. Das ist Ziegelei hier auch noch. So, jetzt sind wir da angekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob das Kamel wieder mal voll irgendwo reinfährt. Was haben sie mit Theremons Hof gemacht? Oh, abgebrannt. Hallo, Stimmlamm. Darf ich mit dir reden, oder? Wir müssen jetzt erstmal die Leiche haben. Was muss ich jetzt hier machen? Aufsitzen? Kann ich die Leiche jetzt auch da runter und tragen? Hier einfach hinlegen? Reicht das? Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Bin doch jetzt bei seinem Hof. Ist das richtig, ne? So, zu dem Kollegen. Ah. Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. Das kriege ich hin. Können Sie nicht mal anständig begraben? Er hat gerade hier auf das Feuer gezeigt, ist das richtig? Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zeni. Es war Ptolemäus krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. Da muss ich hin. Alter Schwede. Hier sind ein paar Leichen auf jeden Fall. Oh nein, Kinderleiche auch. Mögest du Frieden finden, Terem. Okay, Quest ist abgeschlossen. Das ist eigentlich eine traurige Mission. Na gut, Familienzusammenführung mal anders. So, dann habe ich aber auch schon die nächste Quest. Wasserratten. Banditen haben eine wichtige Quelle übernommen, erpressen die Bauern, die dringend Wasser benötigen. Na, das ist aber nicht gut. Dann kümmern wir uns mal darum. Finde die Am Neihöhle in den Bergen. Okay. Hol ich mir mal wieder mein Kamel. So. Dann gib mal automatisch Gas. So, das sind jetzt 800 Meter. Dann würde ich jetzt mal schnell zur Toilette flitzen. Das Kamel reitet eh durch. Ihr holt euch noch ein paar Snacks oder was zu trinken und dann machen wir gleich weiter, wenn wir angekommen sind oben auf dem Berg. Dieser... Unser Major ist zurück. Gib den Weg frei! Ist das Bayek?
Wow. Ui, das ging auch schnell. Schwierig gerülpst. Sag mal, warum gerülpst das Ding eigentlich die ganze Zeit? Guck mal, wie sehr zufrieden er auch noch guckt. Schwein. So, da habe ich auf jeden Fall schon mal das Ziel. Okay. Ziel lokalisiert. War jetzt nicht so schwer. Aber das mit dem Sand sieht schon echt cool aus, ne? Stappen, die man hinterlässt. Das sieht schon echt krass aus hier. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Amun. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. Ja, dann mach ich die mal fertig, ne? Ach so, oh. Der hat einen geilen Helm auf. Nee, wir können ja eigentlich ganz gut anschleichen. Ich glaub, da ist irgendwas. Ganz nah. Uns überrumpelt heute nichts. Tja. Wer weiß, ob es hier... Alter Schwede, der sieht ja... Sieht ja heftig aus. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Wenn jetzt jemand in den Hinterkopf schießt, dann dürften die ja nicht merken, von wo das kam. Woher? Bastard! Du entkommst uns nicht! Ihr dürft mich doch gar nicht gesehen haben. Ihr scheint mit dem Rücken zu mir. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Au, das tat weh. Ich kann noch nicht kontern, das geht noch nicht. Aber ich kann ausweichen. Aber ich glaube, das Schild bringt auch nur was gegen Pfeile. Wenn jetzt gleich jemand Pfeil. Au. Pfeile schießen soll. Oh, 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 oh. Das war knapp. Zurückziehen. Das war knapp. Ebenso. Das war. Da bin ich mit rumgekleckert. Da gibt es ja noch irgendwie was. Da liegt noch was. Huh. Bin wahrscheinlich in den Adlermodus, ne? Irgendwo habe ich hier doch eben Pfeile gesehen. Der kann ich mir doch voll aufladen hier, oder? Und dann? Zwei waren da. Da sind 10 Stück drin, locker. Und doch mit 2 rausnehmen. So, gut. Die erstmal die sind vermöbelt. Werde ich wahrscheinlich mit dem Adler nie reinkommen, oder? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, runter. Ja, das möchte der Adler nicht. Okay. Nee, macht Sinn. Ich werde dich finden.
Fire eben getroffen, aber das war auch nicht so richtig. Die kommen jetzt hinterher. Sag mal, kommen wir mal auf die falschen Tasten. Meldung! Noch nichts! Hier noch irgendwas plündern. Oh, Heuhaufen! Ah, gut, das klappt auch noch. Haben wir hier noch einen Schatz entdeckt? Schwere Klingenwaffe, das hört sich auch gut an. Müsste ich sowieso mal gucken, wie ich die Waffen irgendwie noch austausche. Wie geht dir das? Geht mir gut. Und selbst? Alles gut bei dir, Jakob? Oben waren Pfeile. Ja, die Pfeile habe ich schon ausgewählt, aber irgendwie hat das nicht so viel gebracht, oder? Oder wo meinst du? Da oben? Da! Ja, stimmt. Was weiß. Munition voll? Hä? Eben war es leer und jetzt habe ich schon... Na egal. Lieber nicht hinterfragen. Hier sind auch noch welche. Also können wir richtig schön hier los. Bleib stehen, bleib stehen. Headshot. Das war's. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. Das glaube ich auch. Aber hier ist bestimmt auch eine Schatztruhe. Das. Eieiei, was ist hier alles gerade? Freispiele? Quests abgeschlossen, Levelaufstieg. Jetzt wollen wir runterklettern. So. Oh, das tut sogar richtig weh. Also kann man nicht einfach wie in anderen Teilen einfach sich runterpumpen lassen? Da, genau, das habe ich mir ja schon gedacht. Hier gibt es dann wieder eine Schatztruhe. Wahrscheinlich gibt es hier sogar noch eine. Hinten ist noch was. Soll ich mal deine Packe mitnehmen? Achso, das sind die Pfeile, okay. Ist hier hinten noch eine Schatztruhe? Hier ist noch ein anderer Eingang. Boah, alter Schwede, jetzt brennt die Sonne, Bob. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Tja, der ist auf jeden Fall voller Freude. Alter Schwede, jetzt ballert die Sonne aber auch richtig hier runter. Die Wärme kann man fast schon spüren. Es sieht schon klasse aus, also. Hier mit der Oase da und so. Sieht, also gerade bei Tageslicht sieht das extrem gut aus, das Spiel. Auch die Texturen, ey, das ist... Sieht schon wie so ein Gebirge aus, so. Gut, jetzt muss man überlegen, wie ich hier eigentlich runterkomme. So, und dann bin ich jetzt bereit. Ich bin jetzt Stufe 5. Dann kann ich das falsche Orakel jetzt angehen. Ich gucke jetzt nochmal in meine Ausrüstung. Herstellung kann ich immer noch nicht, weil ich wahrscheinlich Gurudizleder nicht habe. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Und hier Nahkampfwaffe. Da habe ich auf jeden Fall schon bessere Sachen. Guck mal hier. Das sieht doch schon zehnmal besser aus. Schwere Keule. Was ich jetzt habe. Ist ja unfassbar. Das ist, ich bin ja erst am Anfang des Spiels und ich habe jetzt schon so viel Auswahl da. So ein. Ich nehme mal die Stichelachse, die sieht ganz lustig aus. Oh, schon ein großes Ding. Ich bin verwundert, wie schnell man Waffen sammelt hier. Eine habe ich in der Schatztruhe gefunden. Oder findet man alle in der Schatztruhe? Ich weiß es gar nicht. So, mal Kamel rufen. Hallo, bleib hier. Bleib stehen. So. Oh. Bin gespannt, was ich auf Reittiere noch freischalten kann.
So, jetzt bin ich eigentlich bereit für diese Mission. Jetzt muss man gucken, wo die überhaupt ist. Ist das das hier? Nee. Das sind die Schnellreisesymbole. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Da kann ich noch einen Schatz finden. Da fehlt sogar noch ein Schatz. Okay. Hier diese nächste Mission. Wenn ich die auswähle, musst du ja eigentlich starten können, ne? Das, zack. Auto fahren. Automatisch reiten. Sehr gut. Also bei Tag, ich finde, das sieht schon klasse aus, wie er ist. Eben halt Wüste. Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen. Irgendeinen. Würde mal helfen ihm. Ich boxe mal welche. Erstmal welchen Headshot. So, bitte. Jetzt tust du so, als wärst du hier nicht beteiligt gewesen, oder was? Ich hab dir geholfen! Hallo! Ach, was ist denn? Der ist ja undankbar, ey. Jetzt rennt er nur los und petzt noch, oder was? Ja, das ist echt so. Oh, falsche Richtung. Nö. Finde und töte Meduna Moon. Du hast Meduna Moons Stufe erreicht. Uiuiui. Bürger von Siva, seht, was aus jenen wird, die Meduna Moon, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Den klatsche ich jetzt erstmal weg, den Typen, würde ich sagen. Den Schrecken, den er verbreitet, mal und eindämmen. So, Missionsziel in der Nähe. Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Ich glaube, den gehe ich auch nochmal in den Headshot. Den Göttern sei Dank! Der ist dankbar! Sag mal. Was auch immer. Warum der jetzt auch auf dem Bus guckt? Na egal. So, jetzt nehmen wir mal einen Adler, markieren wir mal alles, was hier so rumfliegt. Mal was. Ui, hier ist aber ganz schön was los. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar den Modus bisher besser fand, das Adlerauge. Vielleicht kommt das ja noch. Ich kann auch nochmal gucken, ob ich einen Fähigkeitspunkt habe, den ich vielleicht nochmal. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel ist am. Na gut. So, das Gröbste ist markiert. Eine andere Waffe habe ich. Ich kann nochmal gucken, ob ich meine Fähigkeiten nochmal ausbauen kann. Zwei Fähigkeitspunkte diesmal sogar. So, parieren. Ha! Wäre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du E drückst. Das wäre schon mal viel wert. Für einen Punkt ist das auch fair. Luftangriff ist auch nicht schlecht. Kostet ja auch ein? Ja, dann nehme ich die beiden mal. So, und die beiden freigeschaltet. So ist es nämlich. Dann muss man wahrscheinlich die Sachen erstmal freispielen und dann kann man nachher die Sachen auch parieren oder eben einen Konterangriff machen, wie man das eben kennt. Achso, die werden wir hier wahrscheinlich nicht einfach willkommen heißen. Du da! Halt! Habe ich mir gedacht. Deswegen würde ich den direkt mal einen Headshot reindrücken. Das wird noch nicht wehtun. Wenn ich näher rangehe, dann tut das wahrscheinlich mehr. Du da! Stimmt nicht mit dir! Halt! Was stimmt nicht mit mir? So, warte mal. Dann mache ich den an den Bogen rein und gucke mir, ob der besser ist für sowas. Ausrüstung. Bogen. Und da habe ich doch den Kriegsbogen, ne? Da müsste ich doch mal einen richtig schönen Headshot machen können, ne? Ist das richtig?
Was? Das war's. Stirb! Ich sammle die Truppen! Ah. Wait, jetzt kann ich auch... Boah! Wow, das Ding geht gut ab. Der sieht auch nicht mehr so motiviert aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Leuchtfeuer entzündet. Verstärkung ist auf dem Weg. Ah! Aha. Okay, also wenn da so ein Feuer entzündet wird, dann kommt Verstärkung. Das ist natürlich nicht in meinem Sinne. Da ist die Verstärkung. Da wird es erstmal hier ein bisschen im Gras. Die gehen jetzt da, dann kann ich jetzt. Mal ausprobieren. Schnell in den Tempel reinklettern. Hab ich dich! Oh, ich glaube, ich schaff's schon wieder, die ganze Basis in Alarmbereitschaft zu versetzen. Da bist du! Scheiße! Der Neff ist tot! Ach du Scheiße! Die lassen gleich noch von mir ab. Okay, scheinen sie nicht mehr so richtig zu für mich. Oh, der eine, der hat aber Bock. Der ist motiviert. Ich kann jetzt aber einen Luftattentat machen. Hey, was? Ich töte dich! Wer denn hier? Das war kein Luftattentat, aber okay. Die anderen sind jetzt erstmal wieder weg. Oh, da kommt noch einer. Der jetzt hier hoch? Aber hier war es doch. Shit. Hier ist nichts. Ich nehme mir. Der Jagdbogen war eben stärker, ne? Was? Ach, der Matisch, wir schießen ja gleich mehrere. Deswegen. Oh, deswegen sind auch die Pfeile direkt wieder leer. Verdammt, wir müssen aufholen! Da bist du ja! Jetzt macht er's! Sehr gut. Pfeile einsammeln. Achso, die hat er schon. Hat er weh genug? So, da muss ich hin. Oh. Bist du müde? Da! Auf. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir eigentlich sehen, ne? Alter Schwede, das Ding räumt aber auch auf, ey. Meine Güte. Oh, der sieht schon ein bisschen stärker aus. Ich hab das Ziel in Sicht. Du kannst nicht herkommen. Okay, das bringt wohl nichts. Wo ist dieser andere Bogenschütze? Den muss ich jetzt mal wegnehmen. Der Tempel des Amun! Wow! Ich steh auf, steh auf! Achso! Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren! Oh, ich blute wie eine Sau irgendwie. Oh, ich komme hier überhaupt nicht mit der Steuerung zurecht. Komm her. Der trifft doch noch. Heiliger Ort, der Tempel des Amun. Ja. Wow. Sterb, du Wurm. Wo ist jetzt dieser Bogenschütze, der mich hier ganz ernährt? So. Jetzt kommt auch noch Verstärkung, das ist ja verrückt. Das ist irgendwie noch extrem ungewöhnlich, das ganze Kampfsystem. Ist es schwieriger, ja. Oder ist es besser jetzt? Das kann ich noch nicht sagen.
So, jetzt bin ich erstmal durch mit allen, ne? Hoffe ich. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Lass mir den ganzen Kram einpacken. Doppelschwert habe ich jetzt irgendwie bekommen. Mal zu schleichen und nicht so umzupoltern. Das ist das Problem, aber ich versuch's, aber dann klappt es meistens auch nicht. Das sind wieder Schriftrollen, die man sich durchlesen könnte. Ich mag eigentlich auch das lieber, wenn man rumschleicht, ehrlich gesagt, aber ich schaff's dann auch immer irgendwie, dass alles außer Kontrolle gerät. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Da muss ich hin. Also das ist jetzt hier im nächsten Gebäude. Was ist das da drin? Scheint so. Die Götter werden dir nicht vergeben. So, dann wollen wir hier jetzt nochmal ranpirschen. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Eigentlich dürfte jetzt keiner gucken, ne? Oh. Achso, und der würde so ein Signalfeuer entzünden, ne? Das heißt, der kommt da jetzt nicht so einfach lang. Vielleicht kriege ich den rangepfiffen. Oh, zwei darauf direkt reagiert. Betätige den Tod deines Ziels, indem du neben ihm E gedrückt hältst. Was ist das denn? Komm ran! Oh, ich dachte eben schon, ey. Die Götter werden dir nicht vergeben. Wer? Hey, was? Bist du müde? Was machst du jetzt? Da bist du ja. Ich konnte nicht. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Oh nein, 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 nein. Was machst du jetzt? Will der mich jetzt verarschen? Friss das, du Ratten! Hab ich dich! Wie schnell hat er mich denn gefunden? Hier schlag ich dich tot! Dies ist ein heiliger Ort! Der Tempel des Amun! Wer bist du? Bastard! So. Der rennt direkt auf mich zu. Ja. Wieso sieht er mich sofort? Ich hab mich doch versteckt. Verstehe ich nicht. Ich meine, der kann ja auf jeden Fall nicht gewusst haben, wo ich sitze eigentlich. Da ist auf jeden Fall ein Kamel, das rumrülpst. Oder muss das höher sein? Das sieht schon besser aus. Hey, Waffen bereit halten. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Was ist denn hier los? Ja. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Wo muss ich hin? Eben noch einer mehr? Meine, das war doch hier in der Nähe. Finde und töte den Typen. Die Götter werden dir nicht vergeben. Alarm! Hier drüben! Wenn wer kommt, ist er tot. Hm. Bin gleich was da. Ist das denn? Durchhalten! Da muss ich hin, zur Leiter. Was ist denn da los? Oh. Verdammt! Verdammt! Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren! Wir kommen schon klar. So wie immer. Verdammt! Du bist ein heiliger Ort! Der Tempel des Amun! So. Verdammt. Das ist kein schöner Anblick. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. So. Hierzu leider sollte ich.
Ich hoffe, die anderen bleiben jetzt mal stehen. Dies ist ein heiliger Ort. Ich glaube, ich muss auch den anderen Bogen ausrüsten, weil irgendwie, wenn ich jetzt so mit so einem Kriegsbogen durch die Gegend renne, dann schieße ich irgendwo überall hin, aber nicht. Das ist ein leichter Bogen, schießt schneller. Irgendwie habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht mit dem Jagdbogen. Der kann ja eigentlich nicht besser sein, ne? Qualität. Was sagt Qualität denn aus? Kombo-Multiplikator, Schussfrequenz. Stufe 4, Stufe 5. Ich nehme mal den. Mal gucken, ob der besser ist. Ich weiß es nicht. Also, ein Kriegsbogen verschießt anscheinend immer gleich mehrere Seiten. Was? Alter, hier liegen schon drei Leute aufeinander. Vier Leute. Na, Rülps. Rülps so eh gleich wieder. Die Götter werden dir nicht vergeben. Hey, was? Nein, 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 nein. Ich komme schon wieder durcheinander. Okay. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Komm rein, komm rein, komm rein. Da müsste jetzt eigentlich seine ganzen Kollegen mal sehen. Liegen hier wie viele übereinander? Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Liegst du auf der Straße? Bestätige den Tod, das ist, indem du ihn mit E gedrückt hast, nein. Die Götter werden dir nicht vergeben. Das hat mir jetzt so gar nichts gebracht hier. Ich war jetzt an dem Punkt da unten und. Was heißt das jetzt? Moin, ich bin ich. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel. Tod bestätigen. Warum? Das war der schon? Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaft. Tugendhaft? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo,